Moin, moin, meine lieben Freunde. Gerade ein kleines Verständigungsproblem. Wir haben leider ein bisschen spät angedrückt. Wir sind jetzt in Belgien. Ja. Und der Virus, ne? Der hat sich wieder eingekriegt, hoffe ich. Hallöle. Servus, willkommen zurück hier In auf Spa. Belgien. In Sp und in und auf Spa. Ja, ich spar dir das. Ja, Virus, weißt du Bescheid. Nicht wieder Sparflamme fahren. So, erstmal machen wir das Wetter. Training bewölkt. Blöder Qualified Sonne und bewölkt und Rennen bewölkt. Alles klar, kein Regen, hast aber Glück. Auf eine neue Quälerei. Spar. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Auto hat sich das mit der wenigen Benzinlast gemerkt. Sehr Oh. schön. Ach, diese Schrecke. Ja, mit dem, wo es so geil bergauf geht und die scheiß Kurve am Start und Ziel ist. Oh, fahre ich da lieber? Nee, die langen Geraden? Nee, dann doch lieber. Nee, alles klar. Die Strecke ist noch jungfräulich, alles klar. Oh, Bremsenvirus. Upsi. Ah, da wollte er die lange Gerade nutzen. Ja, mal den Ausblick zu genießen, aber hast ja keine Chance, ey. Oh, die Boxenausfahrt, die ist Knorke. Nicht. Da lässt man halt, ja, lässt man halt ein bisschen länger den Limiter an und dann geht das schon. Oh, ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass auf dieser Strecke wieder irgendwas passiert, ey. Oh, hier kann man so schön lang pacen. Dann muss ich gleich ja doch meine Einstellung ändern. Scheiße. Weil Höchstgeschwindigkeit, dieses Auto hat's nicht. Aber das ist trotzdem sehr kurvig. Ob das so gut ist, wenn ich meine Einstellung ändere, na ja, gleich mal gucken. Ziemliches Drehpotenzial, Nice. diese Kurven. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings sehr, sehr. Man beachte, ne, so die letzte Season Ja. von uns da. Ach so, Oh, dieser ich hatte das schon Affenzirkus. ganz vergessen, dass man hier in Spanien nicht auf die Curbs fahren darf, weil die so scheiße sind. Okay, er hat gerade Magenprobleme. Ja, da hat er recht, diese Curves hier sind gefährlich. Weil die so komisch, manche sind buckelig, manche sind tief wie Rillen. Da muss man echt aufpassen. Ich sag da mal, gut Schluck auf Daniel, ne? Oder? Nö, war nur aufstoßen. Ja, das ist ja fast das Ähnliche. Ja, wenn es jetzt Schluckauf wäre, die Arschkarte. Gut, dass jetzt gerade ausgeht, ich muss. Okay, jetzt Was? geht's ja. Ja, kratzen gerade. Oh. So. Ich dachte, was hat er denn für Schmerz? Ach, diese Kurve vor Start und Ziel, oder Start und Ziel allgemein hasse ich in Spa. Hasse ich wie die Pest. Ein Spa. Ja, in Spa oder Spa. Spa ist, glaube ich, Es so eher klingt das. so ein bisschen komisch gerade, wie du das gesagt hast. Das ist Spa. Oder Spa? Das ist irgendwie, ja. Ja, man weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Das ist es halt eben. Ich denke mal Spa. Also Aber sag ich ich sage einfach mal Spa. Spa. Das ist typisch deutsch. Ja, Spa ist jetzt auch nicht unbedingt afrikanisch. Oh! Ja, ich muss Einstellungen ändern. Geht nicht anders. Give me some dance. Achso, Boxenstopp. Ach nee, nicht Boxenstopp. Ich muss ja noch eine Zeit fahren. Und das ist, ja, das war Ja, die jetzt. Strecke ist lang, deswegen habe ich da nicht dran gedacht, weißt du? Oh! Ich wollte Zeit jetzt schon von. versaut! Ja, hi! Total versaut, hast aber noch die. Ja, ich hab mich, da ist diese scheiß S-Kurve direkt von der Ziel, Start und Ziel hier. Und dann voll auf Pin und die Karre so dreh ich so, nein! Dass du die Kurve schlimm findest. Ich finde diese schlimm, da diese 180 Grad-Dings, finde ich viel schlimmer. Oder 90 Grad, ist ja wurscht.
Alter, diese zwei Langgeraden, die versauen mir echt meinen Schnitt. So, lässt du mich über die Linie fahren? Danke. Oh, no! Boah! Linie vorbei, okay. Dies ist diese... Ja, diese... Oh, Jeff, halt doch mal die Klappe, Mann. Der kann sich gar nicht mit einem anderen Kollegen unterhalten, wenn der dazwischen maumelt, ey. Da hast du die lange Gerade nach dem Ziel oben in der Kurve da. Boah, dann hast du diese zwei Kurven und diese Curbs. Alter, da ziehst du voll die... Alter. Man darf über die Curbs nicht fahren, das ist... Das ist... Es ist echt kriminell. Echt kriminell. Oder lasse ich das Setup doch lieber so? Ah, das ist wieder so eine Sache. Will man mehr Höchstgeschwindigkeit haben oder hier in den Kurven besser um die Ecken kommen? Daniel, bleib von den Curbs weg. Ich sag's dir nochmal. Oh, Junge, Junge, Junge. Brichst du die Strecke, die ist echt mal... So leicht, wie sie auch zu sein scheint, ist sie aber nicht. Ganz und gar nicht. Boxenstopp. Ja, schnell zu schön und gut. Aber die langen Geraden, die versauen es mir jedes Mal. Oh nein, nicht. Oh. Wow. Boxenstopp. Oh, komm rum. Okay, oh, Herzinfarkt. Alter, fährst du über dieses Grüne nach dem Curve, ne? Die Karre dreht sich ein, das Grüne ist echt... Ja, da soll man ja auch nicht drüber fahren. Oh, ich bin gerade nach Start und Ziel, geht's ja den Berg hoch, wo man so schnell durchpacen kann. Ja, ja. Alter, da hebt die Karre auf einmal ab. Holla, die Wallfee. Das hatte ich bei Österreich, diesen Eye-Curve da, wenn du das gesehen hast in meiner Videoaufnahme, die ich dir... die wir uns sehen soll. Boah, ey, konnte ich fliehen, oh. Alter Verwalter, dann macht die Karre nur, ich bin weg. Boah, ey. Gut, dass da so viel Platz war. Eine bessere Zeit werde ich jetzt nicht mehr fahren, weil ich habe schon rot, weil ich vorhin diesen einen, das grüne Curve überfahren habe und die Karre wollte sich in gegengesetzter Richtung umdrehen. Und dann hat es gleich Latischarts dann gemacht an der Boxen, an der Bande, nicht an der Boxen, an der Boxen. Was lebe ich für Müll, ey? Oh, der Sound bei der Boxeneinfahrt hier, ey. Boah, tierisch. Lass ich so oder stelle ich um oder nicht? Diese scheiß zwei Geraden, die sind halt echt... Oh, ich würde mal gerne mal mit diesem Safety Car fahren, ey. So leid es mir tut, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich werde einmal noch rausfahren. Oh, nee. Das war genug Quälerei fürs Training. Das ist irgendwie, ey, boah. Ja, ich muss eben noch gucken, ob das die andere Einstellung, ob die gut sind oder ob die schlecht sind. Boah, die Einfahrt ist aber schmal, ey, alter Verwalter. Hier soll man mit 80 reinfahren. Wer macht das denn sowas? Ja, der eine mit 60, alle mit 80. Also die stellen sich das auch alle irgendwie so, wie sie es gerne haben wollen. Ja, weil da so was kurvig ist, da kommst du gar nicht mit 80 hin. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 53. Weil wenn die schnelleren Einstellungen wirklich besser sind. Und auf den Geraden bin ich locker 5 bis 6, naja, lass es mal 10 km/h langsamer als ihr. Und da es hier ja doch 2-3 Stück gibt. Weil sah ich eben an der grünen Zeit oben in den Kurven, ja, alles schön grün und blau. Und wenn es auf die Geraden geht, siehst du die grünen Zahlen nur so plupp, plupp, shit. Yeah. So runterplüpseln. Nico. Ich will an meine Session-Info, wollte ich nicht. Ich wollte, Einstellung.
Gib mir, gib mir, gib mir. So, ultra soft. Und höhere Höchstgeschwindigkeit. Dankeschön. Oh, Verstappen fährt auch in der Box. Wie ideal, die fahren, du, ohne nachzulenken, ey. Boah, damit ja, Controller nicht ist, möglich irgendwie. Nee. Alles fertig, wir sind bereit. Manchmal hört er sich an wie so eine Computerstimme, du. Die Kurve, wo der Ricardo gerade, das war gefährlich. Also wenn ihr das gesehen habt jetzt, das ist so, wo ich vorhin den rechten Spoiler gelb gefahren habe. Also, okay. Das ist schon gefährlich. Oh, diese Boxenausfahrt, wohl. Ja, wollen wir noch mal gucken, ob das schnellere Setup besser ist für uns? Ah, Feller. Der Teufel auf die Rädern. Oh, DRS. Ja, guck mal, da geht doch die Höchstgeschwindigkeit schon ein bisschen mehr. Aber dafür ist der in Kurven jetzt nicht mehr so gut. Jetzt muss ich halt ein bisschen mehr aufpassen. Du erwartet Regen am Arsch. Hör mal, Wetterbericht hat gesagt, gibt nichts. Oh, einmal leicht den Körper berührt und schon geht er so ein bisschen nach links oder rechts. Das ja, halt man hat's gesehen, Leute. Genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Und Anker werfen. Aber kommt der weit nach außen? Hallo, da lang. Da ist gut gefangen noch. Ja, soweit wie es ging. Ja, allerdings. Gut, dass das nur Einführungsrunde ist hier. Aber trotzdem eine lila, also eine blaue Zeit oder lila eine Zeit in der. Also ich glaube, ich wechsle wieder zum Standard-Dings, aber jetzt mal auf die gezeitete Runde achten jetzt. Den Dreher hatte ich vorhin auch da. Ja, oh. Die Kurve ist echt scheiße. Da hast du drauf Pin gedrückt und dann siehst du, wie dein Arsch rumgeht. Oh. Naja, die Kurve, die ist echt, genauso wie diese hier, die beiden Kurven sind echt kacke. Also du bist im, ja, mit deiner Runde vorhin, bevor du wieder rausgefahren bist, hast du im ersten und zweiten Sektor gut Zeit gehabt. Und in der dritten Sektor nicht. Ich hatte in keinem Sektor irgendwie eine gute Zeit. Ach, was rede ich denn da? Interessiert doch keinen. Er fährt nochmal. Ich dachte, du wolltest eine Runde fahren. Ja, ich muss ja erst eine Runde rausfahren, damit ich eine Zeit fahren kann, ne? Falls du das nicht vergessen hast. Die erste Runde, wenn man aus die Box fährt, zählt ja nicht. Du wolltest ja nur das Setup testen. Jetzt wolltest du ja doch noch fahren und gucken, dass du eine gute Zeit rausholst. Naja, ja, ich muss ja gucken, ob man mit dem Setup eine gute Zeit fahren kann. Sonst brauche ich es ja nicht, oder? Weil nur die Zeit sagt einem, ob das Setup gut ist oder nicht. Oh, 13 von 20 draußen, Strecke voll. Na, ja, was mach ich denn? Das war knapp. Oh, dass das noch funktioniert hat, ich dachte, ich flieg weg. Alter, wenn ich dieses Setup fahren will, muss ich ja doppelt und dreifach aufpassen. Oh. Oh. Alles gut bis jetzt. Der hätte doch beinahe daneben gehen können. Na, komm rum. Komm rum, ja, ja. Ja, ich wollte ja schön mit Vollgas, weißt du, war schon auf dem Pin, muss ich nochmal runtergehen. Naja, besser ist das. Ja. Da ist wieder die Kurve, mal gucken, ob er den Arsch wieder rumdreht. Ja, ganz leicht. Also oh, aber nicht so schlimm wie vorher. Nee. Ja gut, ich fahre das Setup. Boxenstopp. Muss ich zwar ackern wie so ein Bekloppten. Ja, und wenn ich mich verbremse, passiert sowas. Oh. 1,51,386. Junge, 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 Junge. Gut, ich bin mit Gelb gefahren, er ist mit Lila gefahren. Also. Und es ist nur ein Training, also. Und? Egal. Ja, und ich habe auch das andere Setup genommen, das mit dem Höchstgeschwindigkeits-Setup. Das ist halt das Problem, da bin ich in Kurven jetzt nicht mehr so gut. Mal gucken. Weil die langen Gerade sind ja hier wirklich lang. Das ist echt Katastrophe.
ist das Training halt mal ein bisschen länger heute. Ist halt eine längere Strecke, da machst du nichts. Oh. Sebastian Vettel mit 1,54. Jawohl, Kimi Räikkönen, Quay, Kübel, Massa, Ricciardo. Ja, der Quert ist bestimmt wieder irgendwo. Am Arsch der Welt. Jeff hat mir gerade mitgeteilt, dass es 10 Minuten Regen ist. Aber das Training ist ja für uns beide schon gelaufen. Holla. Nein, 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 nicht eindrehen jetzt. Oh, 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 oh. Jo, Paris, sehr gut. Also man merkt schon, wenn die Reifen so an die 30% kriegen, dann wird es ja schon schwierig. Da hat der Hamilton gerade den... Ich weiß jetzt nicht, wer der andere ist, aber... Das war knapp überholt, ey. Mann, 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 ey. Alter, wie der Perez auf der langen Geraden trotzdem schneller ist wie ich, obwohl ich das schnellere Setup eingestellt habe. Das ist doch zum Kotzen. Oh. Warte, Box. Ah, guck mal, der Daniel war weg. Ach, da ist er... Oh, oh, oh. Leicht die Bande berührt. Da habe ich leider zu spät eingeschaltet, um das so diesen Zweikampf da zu sehen. Ach, schade. Gott sei Dank. Hatte aber mit Zweikampf nichts zu tun. Ich habe einfach mich verbremst. Ah, ich werde ja in deiner Aufnahme sowieso sehen. Ich habe mich einfach verbremst. Ich habe den Perez überholt und dann habe ich in der nächsten, in der S-Kurve vor Start und Ziel, habe ich mich dann leider verbremst. Ich muss das schnellere Setup nehmen. Mit dem Kurven besseren Setup komme ich einfach nicht vorne weg. Und da ich davon ausgehe, wieder im Qualifying Erster zu sein, brauche ich das. Obwohl im Qualifying Erster zu sein, will man gar nicht so unbedingt, weiß ich nicht. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile irgendwie. So, dann wollen wir nochmal eben schnell auf die Liste gucken. Oder was meinst du dazu? Ich habe eigentlich nichts mehr großartig zum Training dazuzufügen. Nee, auf die Dings hinaus, fährst du lieber vorne weg oder sagst du lieber Zweiter, Dritter oder Vierter und kann mich dann in Ruhe... Ich glaube, schwer zu sagen, ne? Es ist in dem Punkt her, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, Vierter oder Fünfter ist, man fährt dem ganzen Pulk hinterher, sieht man erstmal, wie die in die Kurven reingehen, so als kleine Hilfe. Und dann versuchst du dann in den nächsten zwei, drei Runden oder fünf Runden, versuchst die zu überholen. Und versuchst dann vorne wegzufahren, so hast du dann vielleicht diesen Schneid, aber keine Ahnung, das wäre. Ja, aber andersrum wieder hast du wieder dann die Gefahr, dich kaputt zu fahren, weil du die überholen musst, ne? Das ist dann halt so eine Sache. Oh, mein Teamkollege ist bis jetzt auf Platz 6. Guck mal an, du. Heieiei. Na, egal, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Nochmal zum Schluss, nochmal so eine kleine spezifische Frage gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao mit V.